Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Im letzten Part haben wir Hänsel gerettet, mal wieder. Und jetzt sollen wir Detmold helfen. Der nicht hier ist. Ich hätte auch dem Questmarker folgen können, zugegeben. Habe ich jetzt nicht. Hätte ich können. Hm. Anyway. Wo ist denn Detmold? Der ist da hinten. What the fuck? War das da am Strand? Wo ich runtergegangen bin, wo nichts gewesen ist? Nö. Irgendwas ist da hinten, aber das finde ich schon auch raus, was da ist. Achso, weil hier die Leichenhalle ist. Geralt von Riva, bereit für die Fahrt deines Lebens? Ohne mich kommst du also nicht zurecht? Du bist ein Mutant, ähnlich wie der Mörder. Jeden gewöhnlichen Menschen würde der himmelblaue Traum des Hanmavyn umbringen. Du brauchst einen Trank, der die Leistungsfähigkeit des Herzens steigert und das Kreislaufsystem stärkt. Am besten hat er noch halluzinogene Eigenschaften, damit du mehr siehst. Ein Erpel müsste es tun. Dann erklär, was du vorhast. Okay, wir kennen einen Trank, der Erpel heißt. Okay. Nekromantie stinkt doch zum Himmel. Was genau hast du eigentlich vor? Der himmelblaue Traum des Hanmavyn ist ein Zauber, der es dir möglich macht, die Erinnerungen des Toten zu erfahren. Deine Sinne erleben dasselbe wie die seinen zu Lebzeiten. Für dich als Mutant ist das eine ganz harmlose Sache. Das ist ja technisch gesehen eigentlich nicht Nekromantie. Wobei, im weiteren Sinne ist es wahrscheinlich Nekromantie. Es ist halt die Frage, wie weit man Nekromantie auslöst. Auslegt. Weil Nekromantie... Manti ist ja immer eine Beschwörungsart. Das heißt im Endeffekt Nekro. Wer ist Nekro? Magie, wie die es in Magic the Gathering immer sagen bei der einen. Das wäre, also unter Nekromagie würde das hier auf jeden Fall tun, weil Nekromagie ist ja jede Magie, die irgendwas mit dem Tod zu tun hat. Aber Nekromanti ist ja Beschwörungs... Ist ja Totenbeschwörung konkret. Jetzt ist die Frage, was versteht man unter Totenbeschwörung? Versteht man unter Totenbeschwörung nur, dass ich einen Toten wirklich aufwecke konkret? Oder besteht unter Totenbeschwörung alles, was in irgendeiner Form mit dem Toten und mit einer Form von Beschwörung zu tun hat? Weil ich meine, man guckt sich Xaldagari Pleasant an, die Totenbeschwörer da, die beschwören ja nicht Tote. Die beschwören eine Magieform und nutzen dabei den Tod. Gut, und so gesehen ist halt die Frage, sagt man, wir beschwören die Erinnerungen hier herauf, dann kann man es als Nekromantie auslegen? Ja, ich glaube eigentlich schon. Weil der lebt ja nicht mehr. Würde er noch leben, wäre es Geomantie. Aber da der nicht mehr lebt, müssen wir die ja quasi heraufbeschwören. Also ja, also ist es wohl Nekromantie. Okay. Hast du dir den Trank zur Stärkung gegönnt? Du bist so bald ein Erpel. Okay, ich habe keinen Erpel. Ich hätte wissen müssen, dass ich keinen Erpel habe. Die Frage ist, habe ich ein Rezept für einen Erpel? Selbstverständlich sind die... Oh ne, die sind alphabetisch geordnet. Also ich habe kein Rezept für einen Erpel. Habe ich einen Erpel? Nee. Okay, wo ist der Alchemist? Er war ja doch irgendwo. Ja, du warst der Trophäen-Heini. Da ist der Schmied, da ist der andere Schmied. War er kein Alchemist? Oder war der vor im Lager? Warte mal kurz, was sagt die Quest? Vielleicht habe ich ja doch... Nö. Okay, wie machen wir das jetzt? Erpel, wo kriege ich das Erpel-Ding her? Wo kommst du denn jetzt her? Also ich glaube nicht, dass ein Schmied ein Rezept für einen Trank hat. Ich kann den kurz anquatschen, ich bezweifle es aber stark. Warte, wer ist das hier eigentlich? Ich
meine, versuchen kann man's. Ah, Erpel. Okay, das war easy. Das hätte peinlich werden können. Wenn ich jetzt vors Lager gerannt wäre. Was macht denn der? Erhöht die Regeneration deutlich, reduziert aber Energie und Schaden. Okay, also ist der Full-Tank-Trank. Machen wir nur einen. Hallo? Könntest du? Hallo? Spiel? Okay, Spiel hat er sich aufgehängt, aber es geht wieder. Wieso seid ihr noch drin? Wie entferne ich Tränke hier raus? Ich will die nicht trinken. Nein, nicht Alchemie. Wie gehen die Tränke da raus? Die gehen da nicht raus, egal was ich drücke. Wenn ich aus der Meditation rausgehe vielleicht? Und dann wieder neu rein, dass da irgendwas sich verbuggt hatte? Nee. Es soll gleich Schwerbe und Krähe sein müssen und nicht irgendwelche Schrotttränke. Na gut, vielleicht brauchen wir die, vielleicht müssen wir irgendwas fighten. Scheiß drauf. Wir können ja wieder neue machen. Ich meine, wir haben ja die Zutaten. So ist es jetzt ja auch nicht, dass die knapp werden würden. Ach, die wirken noch! Jetzt raff ich's. Die wirken noch, die Tränke. Okay, dann habe ich nichts gesehen. Ich bin bereit. Ach, wie schön. Der himmelblaue Traum ist schon was Besonderes, doch er lässt dich nur die letzten Stunden des Mörders nacherleben. Hoffentlich lohnt es sich. Gib auf jedes noch so kleine Detail Acht. Orte, Namen, einfach alles. Werde ich tun. Dann fangen wir an. Jetzt bin ich gespannt. Bekina Sansala! In diesem Nebel könnte ich mich glatt selbst verlaufen. Sieh's doch mal so. Jetzt sind wir praktisch unauffindbar. Es sei denn, Henselt greift Wergen trotzdem an. Henselt greift niemanden mehr an. Du bist ein unverbesserlicher Optimist, Egan. Wie bin ich denn mit einem Schwert? Hat er nicht zwei Schwerter gehabt im Fight? Whatever. Okay, wir haben ein Schwert. Akzeptieren wir das einfach. Ich meine, wir hätten beide zwei Schwerter gehabt. Oh, Kartoffelbruch ist. Ich kann keine Kräuter sammeln. Ich meine, es macht irgendwo Sinn, aber irgendwie macht es auch keinen Sinn. Es macht Sinn, was es wahrscheinlich nicht gemacht hat. Aber machen können könnte es ja trotzdem. Das ist kein Silberschwert, das ich hier habe. Ne? Das heißt, ich will meinen Kollegen hier wahrscheinlich ein bisschen tanken lassen. Oh, ich glaube, das ist ein schwer. Das macht ziemlich viel Schaden, was ich hier gerade raushaue. Ich glaube, das ist ein Silberschwert sogar, oder? Nee. Nee, dann hätte es unten die Anzeige eine andere. Dann bin ich einfach nur overleveled. Okay. Wir sind overleveled as fuck. Gut zu wissen. Na, speichern kann ich hier. Das ist gut. Ah, hier sind wir jetzt. Das ist die Tür da, wo wir nicht durchgekommen sind. Mal gucken, was hier drin so ist. Aber wieso haben die jetzt hier nichts aufmachen müssen? Die war doch verschlossen, die Tür. Tritt lieber genau in meine Fußstapfen. Ich liebe diese Fallen. Ich auch. Offenbar will Henselt uns möglichst weit entgegenkommen. Wie meinst du das? Na, er mischt überall in vorderster Reihe mit wie ein einfacher Soldat. Der pure Leichtsinn. Leto will ihn tot. Wie die anderen. Endlich ist hier mal was los. Sonst dämmern wir in unseren Höhlen nur... Okay.
Okay, das hast du wohl nicht für die ganze Länge ausgelegt. Na gut. Dann halt nicht, ne? Und jetzt? Das war's? Du hast dich gewunden wie ein Fisch im Netz. Lass mich. Ich war so nah dran. Verdammt. Na gut, mach die Augen zu. Hat der Wichser uns gerade rausgeholt? Bekina Sansala! Na toll. Ich fange jetzt aber nicht mal von vorne an, oder? Tritt lieber genau in meine Fußstapfen. Okay, also wir werden das doch. Ich liebe diese Fallen. Ich auch. Offenbar. Hä? Ach, jetzt habe ich eine Falle auslöse. Du hast dich gewundert. Lass das wird ich eine Falle auslöse, weil ich nicht ihm exakt hinterherlaufe. Oh Gott. Und beim ersten Mal hat das da hinten nicht getriggert, weil ich schneller gewesen bin als er. Weil das ja auch Sinn macht. Tritt lieber genau in meine Fußstapfen. Ich liebe diese Fallen. Okay, also ihm exakt hinterher. Offenbar will Hänselt uns möglichst weit entgegenkommen. Wie meinst du das? Na, er mischt überall in vorderster Reihe mit wie ein einfacher Soldat. Der pure Leichtsinn. Leto will ihn tot, wie die anderen. Endlich ist hier mal was los. Sonst dämmern wir in unseren Höhlen nur dahin wie Fledermäuse. Lieber ein paar Höhlenkoller ertragen, als von den Bütteln des Königs erschlagen zu werden. Egan, was ist? Hast du plötzlich... Jetzt bin ich aber genau hinterhergelaufen. Ach komm! Lass mich... Bekina Sansala! Okay, also da liegen ein Haufen Tellereisen. Aber ich fahr doch dem genau hinter dem, gerade eben. Oder nicht? Tritt lieber genau in meine Fußstapfen. Ich liebe diese Fallen. Ich auch. So. Offenbar will Hänselt uns möglichst weit entgegenkommen. Wie meinst du das? Na, er mischt überall in vorderster Reihe mit wie ein einfacher Soldat. Der pure Leichtsinn. Leto will ihn tot, wie die anderen. Endlich ist hier mal was los. Ich sehe doch die exakte Spur. Sonst dämmern wir in unseren Höhlen nur dahin wie Fledermäuse. Lieber ein paar Höhlenkoller ertragen, als von den Bütteln des Königs erschlagen zu werden. Egan, was ist? Hast du plötzlich Schiss? Angeblich weicht Detmold Hänselt nicht von der Seite. Und dann soll auch noch der Hexer im Lager aufgetaucht sein. Er ist allein. Wir sind zu dritt. Du weißt, was das für einer ist. Ich weiß, was er mich mal kreuzweise kann. Mach dir keine Gedanken über ihn. Willst du wissen, über wen ich mir Gedanken mache? Triss Merigold. Wenn die ausplaudert, dass Sheila Demavent aus dem Weg schaffen ließ, gerät alles außer Kontrolle. Leto sollte sie kalt machen. Ja, das sollte er. Aber offenbar steht ihm der Sinn nur nach Königsmorden. Okay, da haben wir ein paar interessante Sachen gerade erfahren. Hallo, Leto. Da seid ihr ja endlich. Das Heerlager wird behütet wie die Keuschheit einer Prinzessin. Habt ihr was herausgefunden? Der Weiße Wolf ist zusammen mit Vernon Roche hier eingetroffen. Offenbar ist er jetzt Hänselts Laufbursche. Ein anderer Laufbursche wäre mir lieber. Warte, haben wir mit dem gesquatscht? Hatten wir den mal irgendwann, den Dude? Solange sein Gedächtnis weg ist, sind wir ja vor ihm sicher. Ganz und gar nicht. Es macht ihn umso gefährlicher. Wir müssen vorsichtig sein nach dem Bruch mit Jorvid und seiner Bande. Und noch etwas. Sheila de Tanka will. Oh ja, unsere Zauberin wird gefährlich. Die Tankerville hat ihre Schuldigkeit getan. Die Tankerville kann gehen. Wir werden sie nicht töten. Noch nicht. Du musst es wissen. Genau. Zuerst ist Hänselt dran. Der hat absoluten Vorrang. Macht euch sofort auf den Weg. Und du? Ich gehe nach Lok Moin. Dort laufen alle Fäden zusammen. Seid vorsichtig.
Dann sehen wir uns bald wieder. Leeren einen Krug Wein und lachen über alles? Wer weiß. Lok Muin, da wollt man doch sowieso hin. Wegen Triss, oder? Weil die ja zur Statue geworden ist. Ich klettere über die Palisaden. Treffpunkt ist der Eingang zu den Grotten. Und dann habe ich gehört, dass ihr einen Teil der Abgaben in den Höhlen unterm Lager gehortet habt. Psst, sollen das vielleicht ab... Das sah ja gerade überhaupt nicht buggy aus. Okay, aber das darf nicht zum Fight kommen. Ich muss die assassinaten. Macht Sinn. Komm zu, was? Sheila de Tankerville. Sie sprachen davon, dass Sheila ihnen beim Mord half. Sheila, sie war eben hier, als du in Trance warst. Sie sagte, sie wolle den zweiten Mörder verfolgen. Woran erinnerst du dich noch? Sie verstecken sich in den Schluchten. Da finden wir bestimmt den anderen. Unser Mann hier dürfte einen Schlüssel zum Versteck haben. Woran erinnerst du dich noch? Keine Zeit zu verlieren. Ich muss ihnen nach. Viel Glück, Geralt. Okay, hier hätte ich jetzt wieder nur eine... Hätte ich mehr rausfinden können als das? Das klang so, als hätte ich mehr rausfinden können als das. Naja, ist schon so. Cycles haben wir ja keine mehr, oder? Nur noch, die anderen haben ja alle wartet den Verlauf der Ereignisse ab. Was mit dieser weirden Schriftstrolle, whatever das war. Ich hätte jetzt mal zwischen kurz die Theorie, dass Detmold dieses Ritual hier von der Schriftrolle hatte, aber das habe ich inzwischen wieder verworfen, die Idee. Das passt einfach nicht zu dem, was er gesagt hat. Wege. Vor einigen Jahren habe ich gegen die Nilfgaarder gekämpft. So, das heißt, wir wollen hier durch. Und da hinten in die Schlucht. Huch, was geht denn hier ab? Und du stehst hier mutig Wache, oder was? Ich hab jetzt AOE, ihr könnt mir gar nichts mehr. Lager? Ein Saustall ist das. Du bist ein... Lohnt sich gar nicht. Einfach weitergehen, ich hab halt wieder ein Level-Up, sehe ich gerade. Huch. Uiuiui. Ich bin zu alt für sowas. Okay, hier ist ein Troll. Na, komm her. Das war nicht clever. Wieso habe ich jetzt noch ein Solto gemacht? Okay, der Troll ist nicht auf Golem-Niveau. Okay, ich kann ihn nicht blocken. Ich kann einfach runterrennen. Okay. Der Herr hielt sich jetzt den. Ich bin ja falsch. Hier eiert einfach nur random dieser Troll rum. Aber hey, Trollhaut. Oh, eine neue Trophäe. Trolltrophäe. Schaden plus 9. Du machst Rüstung plus 3, Vitalität plus 50. Ich glaube, mehr Schaden ist gerade besser. Wenn ich sterbe, können wir es ja wieder ändern. Was ist eigentlich die Zunge von dem? Die Köpfe aus dem ersten hat mir besser gefallen. Gut zugeben, der Trollkopf wäre ein bisschen groß. Aber trotzdem. Oder? Nee, das glaube ich, ist glaube ich gar nicht die Zunge, oder? Ein Stück Haut, oder? Oder ist es doch die Zunge? So, ich glaube, wir wollen hier da vorne ums Eck wollen wir, glaube ich. So, hier müsste ein Durchgang sein. Lauten. Genau, dann hier lang. Okay, so. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Ich meine, gut, hier hinten beim Troll waren wir offensichtlich noch nicht. Aber hier auch so generell in diesem ganzen Areal waren wir noch gar nicht. Glaube ich. Ich habe mich geirrt. Jetzt sind wir wieder am Strand. Aber aus der Richtung kamen wir noch nicht. Wir sind immer von da hinten gekommen, oder?
Nein, auch nicht richtig. Ich habe einfach nur mal wieder überhaupt keinen Orientierungssinn. Aber das ist ja nichts Neues. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Und bei erster Gelegenheit rechts abbiegen. Ich, nein, da, Geralt. Dann hier rum? Schätze ich. Yep, hier habe ich die Harpien gekillt. In der Trance. Eine Sekunde, Sekunde. Moment. Hat der Knallkopf gerade versucht, im Nahkampf eine Armbrust zu spannen? Tänzchen gefällig? Ja, mit meinem neuen Schwert. Und AOE. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. So. Tänzchen gefällig? Bin dabei. Dieses neue Schwert ist cool. Ich glaube, die Offensivstats sind da besser als die Defensivstats. Doppelbovis? Komm. Also, ich weil ich wieder im Fight bin. Ich kann auch wieder das hier anlegen. So. Und nein. Das ist auch so, als ob ich ihnen den Hals aufgeschlitzt hätte. Das war gute Höhe von der Animation. Ja, das hat genau gepasst zum Kontern. Ja, wie sind das auf einmal so ein Haufen Banditen? Die waren doch vorhin da nicht. Die waren doch nur zu dritt vorhin. Aber ja, hier habe ich die ganzen Harpien gekillt. So, da ist wieder der Nebel, da wollen wir ja nicht hin. Wir wollen hier hin. Ich lasse mal das Eisenschwert draußen. Das Medaillon warnt mich wieder. Stahlschwert, meinte ich. Okay. Falscher Call. Silberschwert. Gargoyle. Ich habe irgendwie was Größeres erwartet bei einem Gargoyle. Oder bedrohlicher. Elementstein. So, und ja. Euch kennen wir ja noch. Ach komm, nehmen wir es nicht alle mit. Ja, würde Geld bringen. Aber so what. Ich glaube, so geht sogar schneller, als wenn ich sie entschärfen würde. Und Schaden machen die ja eh keinen. So. Und hier. Das Medaillon schlägt aus. Ja, da ist richtig, das weiß ich. Das heißt, dass ich hier nicht lang gehe. Okay, das heißt, dass ich hier nicht lang gehe. Dann gehen wir wieder zu. Oh. Achso, jetzt sind die Fallen. Ich bin blöd. Da ist doch ein Gargoyle. Oh, das war kein Stun. Okay, tanky sind die dann doch ein bisschen. Aber dafür kann man ja executen. Na komm, gib den Elementstein her. Okay, Gargoyle-Staub und ein Gargoyle-Herz. Okay, Golem, das ist schon mal eine andere Hausnummer. Aber wir können noch speichern. So, aber wir haben ja schon Erfahrung mit Golem. Wo ich letztes Mal ein paar mehr Tränke-Intos hatte. Ich glaube, ich kann ihn Stagger-Locken sogar, wenn ich das richtig mache. Ich darf mich halt echt nicht von diesem Rampage treffen lassen. Wenn mich dieser Rampage trifft, ist halt Ende. Richtig, der konnte blocken, da war was. Okay, zwei Schläge nach dem Irden. So, ja, bla bla, wir kennen's. Lad einfach und lass mich nochmal sterben. Also, nicht nochmal sterben. Ach, whatever. Wieso braucht er eigentlich so lange zum Neuladen, wenn ich sterbe? Naja, egal. Verrecke.
Oh. Der hat instant wieder geblockt. Willst du mich verarschen? So, jetzt komm her. Hack. Ju. Komm her und hack. Ju. Okay. Manchmal reicht es nur für einen. Wieso holt der eigentlich manchmal so ewig lange aus und manchmal schlägt er direkt zu? Das ist total unkonstant auch. Na komm, mach hinne. So, also nochmal. Ja, ich könnte Tränke einschmeißen, das mache ich jetzt aber nicht. Ich kill den jetzt so. Oh wow. Jetzt komm her. Mach einen Schlag. Und dann gehe ich. Komm her. Ein Schlag. Und weg. Soll ich einfach nur im Kreis rennen? Kann ich sein Ravage mich ja nicht treffen. Theoretisch. Jo. Wieso hat der jetzt instant wieder geblockt? Willst du mich verarschen? What? Wieso kann das nicht mal einheitlich sein, wie lange das stand? Und ich renne zwischen 1 und 5 Sekunden. Wie ist das immer der Cursor wieder da, wenn ich... das neu lade. So, komm. Lad schneller. Den Golem killen wir jetzt noch die Folge. Verfluchte Biester. Ist das lustig, wenn man den Golem executen könnte. Es hat auch wieder schneller zugeschlagen. Und nicht 100 Jahre ausgeholt. Es hat ihn wieder so lange ausgeholt, dass er überhaupt... Das ist so... Da! Jetzt habe ich nach der Zeit sogar noch einen Treffer gelandet. What the fuck? Hat man in irgendeiner Form... Ich bin an der Kante festgehangen. Natürlich bin ich an der Kante festgehangen, weil warum auch nicht... Mach das jetzt ohne Trank, ist mir egal, wie lange das dauert. Wahrscheinlich lange, weil ich mir 100 Jahre im Loading Screen hänge. Warte mal. Mehr hat eure Mutter nicht geboren? Das ist Golem. Er hat keine Mutter. Jo, ne? Und ihr so? Habe ich noch andere Bomben? Ach ja, genau die. Wie viel HP-Schaden hat das jetzt gemacht? Nein, so. Aber halt. Überhaupt kein. Jetzt ist er 100 Jahre gestunt. What the fuck? Okay, also erst, ich glaube, ich muss in der Bewegung zuschlagen. Ich darf nicht stehen, bevor ich schlage. Wenn ich stehe, bevor er schlage, holt er länger aus. Weil das auch Sinn macht. Ja, okay. So
So weit, so gut. Erklärt immer nicht, warum der manchmal nur eine Sekunde kannst und manchmal überhaupt nicht mehr aufhört, gestunt zu sein. Da das. Wenn ich immer mich aus dem Stand rausschlage, dann blockt er instant. Und jetzt gerade eben wieder. Ich meine, gut, dann haben wir jetzt die ganzen Kartätschen gewastet. Oder hat er jetzt halt resettet? Und ich meine, wenn ein Gegner eine hohe Resistenz hat und dann sich aus dem Stun schneller befreien kann, das wäre ja auch okay. Wenn das nicht so random wäre, dass der manchmal halt wirklich nur eine halbe Sekunde still ist und manchmal überhaupt nicht mehr aufhört, sich nicht zu bewegen. Und wie gesagt, das mit den vielleicht starken und schnellen Hit, das ist komplett wonky. Ja, natürlich bin ich da drin gestanden, weil warum auch nicht. Ist er wieder nicht geblockt? Ist jetzt wieder getroffen. Das ist, Ich habe jetzt gedacht, dass er vielleicht nicht lang gestanden ist, wenn er schon kurz vorher vom Irrtum getroffen wurde. Das ist ja auch nicht so. Der hat eben noch einen Debuff drauf gehabt und war wieder lange gestunt. Und jetzt hat es wieder geblockt. Das war jetzt irgendwie überhaupt nichts. Geralt! Was war das jetzt? What? Anyway, mit dem Typen reden wir im nächsten Part. Bis dahin, ciao.